Was geht ab, Leute? Nach rund 2 Wochen endlich mal wieder ein Video. Und ich dachte mir, da würde ein Überdosis Fragen gut passen. Also viel Spaß damit jetzt mit Überdosis Fragen. Was würdest du machen, wenn du einen Tag Bürgermeister wärst? Meine lieben Bewohner, ich sage, ihr kriegt alle gratis Döner. Du brauchst ein Intro. No. Was, ein blaues T-Shirt? Ich dachte, du bist Schwarz-Weiß-Fan. Nee, ich mach nur Spaß. Ach, wirklich? Ich glaube, ich könnte auch so drehen. Aber ich glaube, das würde euch nicht gefallen, wenn ich das ganze Video lang in dieser Farbe hier machen würde. Also wechseln wir lieber ganz schnell wieder zur normalen Farbe. Warum zur Hölle hast du den Schulstress schon hinter dir? Ich stecke mittendrin. Kannst du die Arbeit nicht für mich schreiben, wenn du so viel Freizeit hast? Wird gemacht. Ich schreibe ja schon. Ich schreibe doch schon, Mann. Sorry. Aber hey, die 6 ist doch gar nichts. In der nächsten Arbeit schreibe ich eine 1. Versprochen. Sorry. Kann es sein, dass du ein 1,40er Bett hast, aber nur eine normale Matratze? Du hast sogar vollkommen recht, denn das ist ein französisches Bett und ich habe da leider nur eine kleine Matratze zu, also eine normale. Deswegen passt das nicht alles so, aber egal. Aber wisst ihr, wie scheiße teuer so eine Matratze ist? Das kann ich mir gar nicht leisten. Und mal abgesehen davon, ich finde es nicht schlimm, ich kann damit leben. Du Geiler! Danke. Ich finde, du hast ein bisschen wenig Fragen beantwortet für eine Überdosis Fragen. Hätte ich jetzt einen Snickers, würde ich dir einen Snickers anbieten, denn du wirst wieder zur Diva. Spaß beiseite, ich hoffe, dir gefällt diese Folge besser, denn die letzte Folge war wirklich ein bisschen kurz. Diese Folge beinhaltet dafür aber auch mehr Fragen, also genieß es. Oder was du auch immer machen solltest. Welche Utensilien schon habe? Warte mal. Marvin, wuhu! Oder eher Felvin? Wieder mal ein super Video. Finde es toll, wie YouTuber, ob groß oder klein, mit der Community interagieren. Felvin? Dein Ernst? Also meine Schwester hat mich damals schon Muffin genannt, aber jetzt Felvin? Felvin? Dein Ernst? Ernst? Zu der Community, ohne der Community werden wir gar nichts. Also sollte man auch viel mit der Community machen und seht ihr ja, ne? Wegen deinem Problem mit den Themen, geh einfach mal mit offenen Augen durch die Welt, da wird dir schon was einfallen. Doch du darfst nicht vergessen, es aufzunehmen. Ich glaube, ich mache einen Vlog über Kameras. Wie viele Shirts bis zum weiteren Hosen, bis zum weiteren Schuhe hast du? Zähl mal durch. Und zwar genau jetzt. Nope. Hast du dich geschminkt? Trägst du einen Lidstrich? Meine Damen und Herren, nein, ich schminke mich nicht. Na super, scheiß Abo-Box. Erst jetzt sehe ich dein Video. Sehr gelungenes Video. Ey, ich hab so einen Hass auf diese scheiß Abo-Box, ne? Piss dich, Abo-Box, ey. Mann, Mann, Mann. Bam. So Leute, das war auch schon wieder Überdosis Fragen für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr lasst mir vielleicht einen Daumen nach oben oder was auch immer ihr noch da lassen könnt, einen Kommentar oder keine Ahnung was, ein Teil oder was auch immer. Ich hoffe, die liebe Abo-Box hat auch euch erreicht und so müsst ihr nicht über irgendwelche Umwege mich finden. Und von daher, ciao Bella Cinderella und schaut mal bei Tafel Meatcake TV vorbei. Ha, werdet ihr sehen warum. Buh, bäh, buh, 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 buh. Ich bin ein Berliner. Ich kann meine Schnauze zu Wackeln bringen. Oh ja, sie stehen alle auf. Ich bin, fuck.